Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Dream Screencast. Dreambox Edit hat ein neues Logo und dafür gibt es natürlich einen bestimmten Grund, denn die Version 5 ist released worden. In der Version 5 gibt es viele neue Features, viele neue Fixes und ich hatte die Gelegenheit, alles vorab zu testen. Vielen Dank dafür bei DAWZ und jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei der neuen Version und bei den neuen Features. Natürlich weiß ich nicht, wie es bei euch ist, wie ihr an ein neues Programm herangeht. Bei mir ist es meistens so, dass wenn ein Changelog vorhanden ist, dann schaue ich mir den als erstes halt an und ziehe da die Informationen heraus von den Sachen, die ich mir auf jeden Fall anschauen sollte. Weil es ja auf jeden Fall sein kann, dass Fehler behoben sind. Das sollte man annehmen bei einer neuen Version. Und natürlich neue Funktionen, die mir vielleicht dann hilfreich erscheinen, beziehungsweise die ich dann auch erst lernen muss, dass sie hilfreich erscheinen und einsetzbar sind. In dem Fall ist es augenfällig. Ihr startet das Programm und es erscheint in einem völlig neuen Look. Das liegt einfach daran, dass es eine neue GUI gibt, die auf dem Skinning-Support basiert. Also ihr habt die Möglichkeit, aus verschiedenen Skins, die der Autor beigelegt hat, auszuwählen und könnt dann das Programm also nach euren Vorlieben halt gestalten. Ihr könnt auch die Selektion, wenn ihr eine Zeile markiert habt, die Farben jetzt editieren, also verändern. Ihr könnt die Farbtiefe, das gab es vorher schon, das zeige ich euch dann noch, also entsprechend anpassen, den Kontrast ein bisschen besser nach euren Vorlieben gestalten. Es gibt einen Signalindikator, den ihr einblenden könnt, also wenn die Box verbunden ist mit dem Programm, beziehungsweise umgedreht natürlich, und die Box getuned hat auf einen Sender, dann seht ihr die entsprechende Dezibelangabe vom Tuner, der über Enigma 2 halt ausgegeben wird. Da gibt es verschiedene Fixit, die gemacht wurden, die ja immer dabei sind. Da sind sicherlich auch Sachen dabei, die euch vielleicht vorher genervt haben, sind jetzt vielleicht gefixt worden. Es sind verschiedene Sachen rausgeflogen aus dem Programm, beziehungsweise sind anders gelöst worden, wie zum Beispiel das Language Tool ist jetzt direkt aufrufbar über das Programm. Und dann gibt es noch verschiedene Fixes natürlich auch in den Übersetzungen. Was sehr wichtig ist, was ihr auf jeden Fall bedenken solltet, wenn ihr das Programm installiert, ist zu überprüfen, welche Version des VideoLAN, also des VLC, bei euch installiert ist. Denn dieses Programm wird also nur optimal funktionieren mit der aktuellen Version 1.1.11. Also bitte klärt das vorher, weil sonst kann es zu unangenehmen Nebenerscheinungen führen. Das wäre sehr ärgerlich. Also nur in dem Fall, wenn ihr den VideoLAN überhaupt installiert habt, das prüfen. Oder wenn ihr sowieso auch die Funktion des Streamens, das zeige ich dann auch noch, im Programm nutzen wollt, braucht ihr auf jeden Fall den VLC und dann auf jeden Fall eine aktuelle Version. Jetzt schauen wir uns das Programm mal an. Ich habe hier das im Prinzip schon geladen mit aktuellen Settings, die aus meiner Dreambox 8000 stammen. Und jetzt seht ihr also mal die neue Menüleiste. Ja. Was sich jetzt verändert hat zum Beispiel ist, dass die FTP-Schnellfunktion zwei verschiedene Buttons bekommen hat, die also jetzt noch eindeutiger angeben, was ihr mit den entsprechenden Buttons auslöst. Wozu braucht man dies? Hatte ich schon mal gezeigt, und dann glaube ich in irgendeiner Version 1 oder 2, ich weiß es nicht mehr. Also in der ersten oder zweiten Folge, die ich hier über Dreambox Edit gemacht habe. Ihr könnt Settings von der Box herunterladen und kriegt also kein weiteres Fenster. Es wird also im Hintergrund passiert das. Und wenn ihr jetzt Settings hochladet, könnt ihr in den Optionen auch festlegen, was genau danach passieren soll. Ob es Reloading über das Webinterface passieren soll oder ob die Box zum Beispiel Enigma 2 neu gestartet werden soll und so weiter. Das schauen wir uns jetzt mal in den Optionen an. Das Profil hatte ich euch ja schon in der Folge 3, also in der Grundlagenfolge, erklärt. Da hat sich ein kleiner Lapsus bzw. also wirklich ein Bedienfehler meinerseits eingeschlichen. Der ist jetzt aber gefixt worden, sodass das nicht mehr passieren kann. Ich hatte dort also erläutert, dass also ihr Profile hier natürlich als erstes, wenn ihr ein neues Profil erstellt, das hier speichert. Und die Änderung, die ihr hier macht, dann über den Speicherbutton Prinzip abspeichert. Das ist so nicht ganz richtig.
Das komplette Änderung, also hier Passwort, IP-Adresse, speichert ihr also nur über diese Seite. Wenn ihr also das Profil hier speichert, dann werden entsprechende Änderungen vorgenommen. Die Änderung, die ihr hier abspeichert, bezieht sich also auf die Grundeinstellung Optionen, die ihr also im Weiteren in den Dreambox Edit Optionen hier verändert. Was hat sich da jetzt Besonderes noch getan? Es besteht die Möglichkeit, also Backup-Dateien von dem Speichern auszuschließen. Es hat natürlich Folgen, das ist klar, also weil es gibt eine gute Funktion dann noch, die ich euch zeige, wo ihr also alte Settings wiederherstellen könnt und das würdet ihr damit natürlich dann ausschließen. Also müsst ihr euch genau überlegen, ob ihr das aktivieren wollt. Das erklärt sich alles von selbst, ne? Also automatisch nach neuer Version suchen und so weiter und so fort. Dann haben wir die Möglichkeit Nachrichten, was soll also immer rückgemeldet werden, beziehungsweise was soll überhaupt angezeigt werden. Wie gesagt, hier ein Haken und es wird hier oben der angezeigte Kanal, also der aktuelle Kanal, auf den die Box getuned hat, angezeigt. Und mit der Signalstärkenanzeige könnt ihr also dieses hier oben aktivieren, wie ich es schon im Vorspruch ja sagte. Die FTP-Funktion, da könnt ihr also jetzt über die Quick-FTP-Option festlegen, was, das ist glaube ich auch nicht neu, das war schon so, aber ich erwähne es halt das jetzt nochmal. Das sind also Optionen, die danach, nach dem Hochladen halt ausgeführt werden sollten. Und wie gesagt, hier ist die Möglichkeit, die Farbe einzustellen, also die Farbsättigung. Ihr seht, also wenn ich das runterregle, dann wird also der Kontrast, beziehungsweise die Farbsättigung ist es in dem Fall ja klar, wird dann hier ins Grau gehen, also ins nicht mehr vorhanden. Und ihr könnt die Zeilenfarbe ändern, die Auswahlfarbe ändern, den Farbton ändern und hiermit stellt er das Ganze wieder auf den Standard zurück. Dann haben wir die Möglichkeit über Erweitert. Hat sich jetzt, glaube ich, nichts getan. Also das ist alles beim Alten geblieben. Das hatte ich euch ja auch erklärt in der Folge 3, was ihr hier unten, auf was ihr achten solltet. Ob das noch aktuell ist, weiß ich gar nicht. Also ich mache es immer und es hat sich auch sehr hilfreich erwiesen. Picon-Funktion hatte ich auch ein bisschen Blödsinn erzählt, glaube ich, in der Folge 6, also in der erweiterten Folge. Das bezieht sich also nur auf die Anzeigengröße der Picons in der Bokeh-Übersicht, so wie ich es also jetzt hier aktiviert habe. Also es ist nicht, hat nichts damit zu tun, wie groß die Picons im Original sind. Der Pfad, den müsst ihr natürlich immer noch angeben, das ist klar. Und hier kommen wir dazu der Streaming-Funktion, die ja wohl neu ist. Und da solltet ihr also, wenn es so ist, dass das Programm selber den VLC also nicht im entsprechenden Ordner findet, dann könnt ihr hier über Durchsuchen den Ordner halt angeben. Und dann sollte die Funktion dann auch aktiviert sein. Wie gesagt, auf die richtige Version achten, 1.1.11. Soweit, so gut. Kommen wir mal zu den Funktionen vielleicht, die ich ja überhaupt noch nicht erwähnt hatte. Und zwar ist es ja manchmal notwendig, Programme bzw. Bouquets, Provider schnell zu finden. Und wenn ihr das Programm das erste Mal gestartet habt und in dieses Feld reingeht, dann kriegt ihr diesen Hinweis, wo also erklärt wird, wie ihr genau arbeiten solltet. Also das sind Platzalter, die ihr halt angeben könnt und dann wird die Suche auch entsprechend erfolgreich sein. Diese Meldung könnt ihr natürlich mehrfach anzeigen lassen oder wenn es euch nervt, dann auch ausblenden. Und wie sieht das jetzt im Genauen aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei Provider Sky eingebe, dann würde er sofort filtern auf nur den Provider Sky. Ich habe da also jetzt keinen Platzhalter davor oder dahinter eingegeben und wenn ich also diese schon erwähnten Platzhalter Prozent mit angebe, dann findet er halt alles, was Sky irgendwie im Providernamen hat. Ja, das ist Sky Italia, B-Sky B und so weiter. Suche jetzt allerdings zum Beispiel nur B-Sky B,
dann müsste ich das halt so machen, so wie es angegeben war auch. Also ein Unterstrich, Unterstrich. Das bedeutet einfach, dass vor dem Namen Sky und nach dem Namen Sky, nach der Bezeichnung Sky, noch ein Buchstabe kommt. Und dann würde ihr mir halt alle BSkyB anzeigen. Das gleiche erreiche ich natürlich auch, wenn ich hier wirklich den Namen direkt eingebe. Dann zeigt er mir halt auch alle BSkyB-Programme an. Genauso gut kann ich natürlich auch nach Kanälen direkt löschen. Kommt wieder dieser Hinweis, ja, den ihr aber auch wegklicken könnt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel suche das ORF, gebe ich normalerweise ja ORF ein. Das ist komischerweise, ich muss immer zweimal reinklicken, weiß ich jetzt nicht genau, ob es an der virtuellen Maschine liegt. In dem Fall findet er jetzt nichts, ja, weil es halt ORF an sich ja nicht gibt als Programmnamen, als Sendernamen, sondern die haben ja, heißen ja ORF1 oder ORF2 und so weiter. Das heißt, also ich müsste hier auf jeden Fall die Platzhalter davor und dahinter setzen, dann würde mir halt alle Programme, die den Namen ORF integriert haben, anzeigen und dann könnte ich die halt entsprechend natürlich auch verwursteln. So, ich hatte gezeigt bei der Folge 3, also mit den Grundlagen, war es ja so, dass ich irgendwie ein Problem hatte, mehrere Dateien hier rüber zu ziehen. Deswegen möchte ich das jetzt ganz gerne nochmal zeigen. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil das lag einfach an dem Usability da von mir. Ich erzeuge jetzt mal ein neues Bouquet, das hatte ich euch ja schon gezeigt. Und gehe dann hier auf ORF wieder und füge jetzt zum Beispiel mal das ORF1, ORFHD, ORF1HD, ORF2, ORF2HD, ORF3 ist jetzt neu und ORF Sport. Ziehe ich dann mit einem Rutsch darüber, das ist klar. Dann kommt da die Meldung, ich habe 6 Kanäle hinzugefügt. So, möchte ich jetzt diese sortieren? Das ist auch ganz klar. Also ich fasse halt einen an und ziehe den entsprechend nach oben und so weiter und so fort. Das ist eigentlich selbsterklärend. So ist es, glaube ich, ganz gut sortiert, wenn man es dann braucht. Weiterhin besteht natürlich die Möglichkeit, hier noch andere, also in Kombination vor allen Dingen, andere Suchkriterien anzugeben. Also ihr wisst nicht genau, ist das jetzt ein Radioprogramm oder ein TV-Programm? Soll er mir die Datakanäle ausblenden? Dann würde ich also hier TV und Radio halt nur aktivieren. Dann würde ich mir die ganzen Datakanäle halt ausblenden. Weiß ich, auf welchem Satelliten sich das Programm befindet, kann ich also hier entsprechend den Satelliten auswählen. Dann würde das auch nochmal selektiert werden. Und hier kann ich noch das DVB-S-System, also die entsprechende Tuner-Variante einstellen. Und hier habe ich noch die Möglichkeit, wenn ich weiß, ob das Programm verschlüsselt oder unverschlüsselt ist, das halt auch noch einzustellen. Ja. Dann würde man zum Beispiel sehen, dass also hier ORF gibt es eigentlich nur ein einziges Programm, was unverschlüsselt ist. Gut, was haben wir denn noch so? Also, was ich auch noch nicht gezeigt hatte, besteht die Möglichkeit, jetzt, wenn ihr das erste Mal mit dem Programm eine Sicherung eurer Settings erstellt, beziehungsweise wenn ihr das erste Mal überhaupt die Settings von der Box holt, also nach dem Kanalsuchlauf und dann entsprechende Veränderungen vornimmt, die abspeichert, dann wird eine Backup-Kopie dieser Settings angelegt mit dem Anhängsel Original, also Orange oder ORIG. Und ihr könnt zu diesem Stand jederzeit zurückkehren. Also wenn ihr jetzt die Möglichkeiten genutzt habt, hier entsprechende Veränderungen vorzunehmen und habt euch vertan und so weiter, dann könnt ihr in den entsprechenden Bouquets einfach eine alte Version halt wiederherstellen nach dem letzten Backup, was ihr gemacht habt. Also ihr habt jetzt eine Veränderung vorgenommen. Und es stellt sich heraus, dass da ein Fehler drin ist und so weiter. Und ihr habt die alten Settings nicht gespeichert extra, sondern die sind halt jetzt überschrieben. Dann habt ihr die Möglichkeit, also mit diesem Button in dem entsprechenden Bouquet das letzte Backup zurückzuholen oder
nach dem ersten Speichern, was ihr gemacht habt, würdet ihr also den Originalzustand zurückholen. Das ist eine sehr hilfreiche Funktion. Und hier habt ihr das Logfile, das hatte ich auch noch nicht gezeigt. Also wenn ihr zum Beispiel Fehlermeldung bekommt beim Hochladen oder beim Runterladen, die können so eine solche Natur sein, dass zum Beispiel Sender einfach, die ihr in euren Bouquets habt, aber die sich dann in der LeemDB gar nicht mehr befinden, dann würde hier ein entsprechender Fehler halt ausgegeben werden. Der würde dann auch kurz in einem Pop-up angezeigt werden nach dem Upload- oder Download-Vorgang, also in dem Fall den Upload-Vorgang. Und hier könntet ihr dann mal nochmal nachschauen, um welche Kanalreferenz hat sich dabei gehandelt. Ja, ihr könnt es locker natürlich auf der Festplatte auch abspeichern. Ja, das ist klar. Hier gibt es nochmal diesen schöne Info, wo ihr also DHWZ auch erreicht, also über E-Mail oder über die entsprechende Dreambox Edit Website im Dreambox Forum. Der Speicherbutton ist klar, also ich habe jetzt Veränderungen vorgenommen, könnte darüber speichern. Der FTP hat sich jetzt im Prinzip zum Vorgänger nichts geändert, der normale FTP-Button. Ihr könnt also hier, wenn ihr die Picons verändert habt, müsst ihr natürlich hier entsprechend den Button auch setzen, dass er die Picon beim, wenn ihr die Settings hochladet, auch dass die Picons mit hochgeladen werden. Das habe ich in dem Fall jetzt hier nicht aktiv, weil ich das mit einer anderen Lösung gerade praktiziere. Und jetzt habe ich also das Programm, also ich habe die Settings geladen, die lagen auf der Festplatte und habe jetzt natürlich noch nicht gespeichert. So, das hat einfach zur Folge, dass ohne Speichervorgang ich natürlich die Settings nicht hochladen kann. Ja, deswegen ist der Button hier vom FTP hochladen jetzt auch grau. Wenn ich das jetzt speichere, dann wird der Button halt aktiv und ich könnte es jetzt hochladen, was ich natürlich jetzt nicht tue, weil das sind unnütze Veränderungen, die ich heute vorgenommen habe. Wenn ihr den aktuellen Stand schnell ohne irgendwelche Rückmeldung oder Einstellung schnell von der Box laden wollt, einfach den Button drücken, dann kommt halt der Hinweis, dass ihr in dem entsprechenden Ordner, den ihr in den FTP-Optionen festgelegt habt, dass der Ordner halt überschrieben wird. Und dann passiert es einfach automatisch, ohne irgendwelche Meldungen. Es werden die Picons geladen und dann könnt ihr weiterarbeiten. Aber wenn ihr mehrere Boxen konfiguriert habt, in meinem Fall ist es ja so, wie ihr schon gesehen habt, also ich habe hier verschiedene Boxen, die meine drei Dreamboxen, die ja zu Hause stehen. Und dann habe ich das Ganze mal auch versucht, über das Internet zu konfigurieren, was auch sehr erfolgreich war. Was aber, denke ich mal, jetzt hier deutlich zu weit führen würde. Und ihr wollt zwischen den Boxen einfach umschalten. Ihr wollt also einfach ganz einfach das Programm bedienen, schnell mal die Settings runterladen, einfach hier umschalten auf die entsprechende Box und dann halt den FTP-Download-Button drücken und dann werden die Settings halt einfach runtergeladen. Die anderen beiden Boxen sind jetzt ins Deep Standby, deswegen bringt das jetzt nicht viel zu zeigen. Ja, jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, dass das Programm jetzt die Möglichkeit bietet, auch direkt von der Dreambox das entsprechende Fernsehprogramm zu streamen. Dazu muss also, wie gesagt, die Konfiguration natürlich hier stimmen, das hatte ich euch ja schon gezeigt. Und dann sollte eigentlich hier bei jedem Programm im Kontextmenü ganz unten die Möglichkeit bestehen, über Ctrl und S oder halt über die Funktion im Kontextmenü den Kanal zu streamen. Dann geht halt hier oben der VLC auf und nach einer kurzen Wartezeit wird halt das Programm dann euch angezeigt. Dieses Ruckeln kommt jetzt, denke ich mal, weil ich hier, wie gesagt, eine VM benutze. Und das ist also, wenn ihr das Programm nativ auf einer Windows-Maschine laufen habt, dann ist das absolut ruckelfrei. Ja, schließen könnt ihr das natürlich auch wieder. Ihr könnt hier auch den Ton ausschalten, wenn euch das stört. Also ihr das bloß nebenbei betrachten wollt und könnt weiterhin hier trotzdem die Settings bearbeiten. Also eine sehr schöne Sache. Lautstärke hoch, Lautstärke runter besteht die Möglichkeit. Das wird euch natürlich aus den EPG-Daten eine entsprechende Sendung angezeigt, damit ihr auch wisst, was ihr da nebenbei also seht. Und mit einem Klick auf das Kreuz wird halt dieses Vorschaufenster wieder geschlossen.
Ja, soweit, so gut. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid jetzt richtig heiß auf die neue Version, will ich doch hoffen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.